Bayern 3 Podcast. Mensch Otto. Stars am Sonntag. Bastian, ich freue mich sehr, dass es endlich mal wieder klappt. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Hallo Thorsten. Geht es gut? Ja, mir geht's hervorragend. Und dir? Ich freue mich. Natürlich, es ist Ostern, ich habe viel Zeit, alles ist schön. Wir können ja mal dazu sagen, wir hören uns zwar, aber wir sehen uns nicht. Was extrem schade ist, weil ich glaube, du siehst fantastisch aus heute. Ich bin wunderschön heute, ganz genau. Um mich rum sind sehr viele kleine Osternester aufgebaut. Nein, so ist es überhaupt nicht. Ich sitze in einem Studio und spreche mit dir. Und es ist auch schön. Ja, woran hast du, um mal gleich mit Ostern zu beginnen, länger geglaubt? An Gespenster oder an den Osterhasen? Ich glaube an Gespenster, eindeutig. Den Osterhasen habe ich nie begriffen, weil ich irgendwie nicht verstanden habe, was Hasen mit Eiern zu tun haben. Bei Hühnern hätte ich es vielleicht noch ein paar Jahre länger durchgehalten. Hasen, finde ich, gehören eher zu den anstrengenden Tieren. Gibt es noch Kaninchen oder gibt es noch Hasen? Oder gibt es Hasen und Kaninchen nicht mehr? Irgendeines dieser beiden Sorten gibt es nicht mehr, oder? Sind die ausgestorben? Ja, ja, der Mensch ist brutal zu Tieren. Naja, kann man nichts machen. Ja, ja, irgendwas davon gibt's nicht mehr. Und diesen Hasen, das habe ich nicht verstanden. Warum hat der Hase so einen Korb um? Warum sind da dann wieder Eier drin? Ja. Der müsste doch von der Physiognomie irgendetwas haben, wo er die Eier sozusagen in seinem Fell oder sowas wärmen könnte. Das hätte ich noch akzeptiert. Und an Gespenster habe ich sehr lange als Kind geglaubt. Doch, ich habe immer geglaubt, es gibt diese berühmten Geister, die aus dem Schrank kommen oder die einfach plötzlich nachts einen wecken und sagen, du musst schnell mitkommen in die Schattenwelt. Aber es ist bis heute noch keiner erschienen, deshalb habe ich Glück. Also, aber Gespenster werden ausführlich noch Thema sein in dieser kleinen Show, Bastian. Ja. Osterrituale wollen wir abhandeln, indem ich dich jetzt frage, wie sich das entwickelt hat. Begehst du irgendwelche Riten, irgendwelche Bräuche? Zu Ostern? Ja. Nein, ich bin konfessionslos und konfessionslos glücklich und habe deshalb auch weder gefastet, noch gehe ich jetzt in die Kirche dieser Tage. Nein, da bin ich wirklich relativ schmerzfrei und genieße einfach nur die schönen freien Tage. Ja, hätte ja sein können, dass du irgendwie einen Osterbrunch pflegst, dass du sowas tust. Ja, aber dann kommen ja Leute, das habe ich nicht so gerne. Ja. Ich kenne ja kaum noch Menschen, ich habe ja nur noch Verwandte. Nein, aber natürlich ist es eine schöne Zeit, um mal den Festplattenrekorder so ein bisschen leer zu schauen. Man hat ja sehr viel aufgezeichnet natürlich. In amerikanischen und dänischen Seen in letzter Zeit. Muss ja auch einer machen, nicht? Ja. Es gibt eine sehr geschätzte Kollegin von uns beiden, die Moni Gruber, die du ja auch sehr gerne magst. Ah, oh, Monika Gruber. Ja, natürlich. Und die Moni wird uns jetzt, um das endgültig abzuschließen, das Thema Ostern, von einem Osterbrauch berichten aus ihrer Kindheit, aus ihrer Jugend, der aber, soweit ich weiß, nur in Bayern beheimatet ist. Weißt du diesen Brauch, dass am Ostermontag früher sind zu den Mädel im Ort die Burschen immer vorbeikommen und zum Kaffee und dann hast du quasi Ostereier verteilt und derjenige, der Rotes von dir gekriegt hat, das war quasi dein Favorit. Hast du es verstanden oder soll ich es übersetzen? Ich weine einfach vor Glück, weil die Geschichte ist ja wirklich wunderschön. Ja, aber ich glaube, Monika kommt ja, wie ich mal irgendwie gelesen habe, aus Tittenkofen. Ja. Und ist das noch Deutschland oder ist das schon so ein Randgebiet Richtung Österreich, Tschechien? Nein, das Schweiz? Ist also mitten in Bayern, mitten unter uns praktisch. Ja. Gibt es in Nordrhein-Westfalen, wo ich aufgewachsen bin, dann ja am 1. Mai so ungefähr, wo man halt der angebeteten Dame einen Maibaum vor die Tür stellt. Und wenn du sehr viele rote Bändel dran machst, dann heißt das, es ist Liebe. Und wenn du viele grüne dran machst, heißt es nur, schönen Dank, dass wir schon 20 Jahre verheiratet sind. Aber so allmählich suche ich mir nach was Jüngerem um. So sieht das aus. Da gibt es ja wieder die Gemeinsamkeiten. Faire Geste. Zwischen NRW und Bayern. Jetzt legen wir richtig los. Also Ostern ist rum sozusagen. Jetzt legen wir richtig los mit unserem Fragebogen in dieser kleinen Show, Bastian. Kurze Fragen an dich und die Bitte um eben solche Antworten. Selbstverständlich. Beruf. Schauspieler. Momentaner Geisteszustand. Wach. Lieblingsbeschäftigung. Gute Laune und Spaß mit Thorsten Otto. Kontostand. Ja, ist da. Könnte, ja. Kennst du ihn genau? Also wenn du weiß jetzt ich, ja? es verraten würdest, würdest du ihn genau kennen? Auf Heller und Cent, wie man gesagt hat. Cent nicht, aber Heller. Gut. Was erwartest du dir von dieser kleinen Show hier? Gute Laune, Spaß und unterhaltsame Minuten und Stunden. Bei welcher Frage würdest du sofort aufstehen und gehen? Es gibt keine. Welche Frage ist dir noch nie gestellt worden und du wunderst dich, dass die noch nie gestellt wurde? Es gibt keine. Gibt es eine Frage, die du dir laufend stellst, auf die du noch keine Antwort gefunden hast? Nein, ehrlich gesagt nicht. Du hast alle Fragen für dich beantwortet? Ich habe irgendwann entschieden, das Leben geht so immer weiter und ich habe das große Glück, ein tolles Leben gehabt zu haben, bislang. Es geht ja hoffentlich noch ein paar Tage weiter und ich lasse mich wahnsinnig gerne überraschen von Dingen, die ich mich vorher nicht gefragt habe. Die Antwort war zu lang. Entschuldigung, bitte schön. Nee, die ist richtig gut gewesen, die Antwort. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen, Bastian. Bei wem möchtest du dich an dieser Stelle mal bedanken? Ich möchte mich bedanken bei sehr vielen Menschen, die mir über die Jahre die Treue gehalten haben. Zum Beispiel bei meiner lieben alten Freundin Anke Engelke. Einfach nur mal so als Beispiel, weil wir irgendwie Comedy-Geschwister sind und uns wahnsinnig aneinander freuen über die vielen, vielen Jahre und jetzt ja gerade auch wieder ein neues Projekt gemacht haben. Die ist einfach toll, die Tante. Zu der Tante kommen wir nachher auch noch übrigens. Ach, so. Jetzt kommen wir nochmal zu Moni Gruber. Die wird dich nämlich jetzt entsprechend begrüßen in der Show, wie sich das gehört. Und hier ist sie. Lieber Bastian, hier ist die Monika Gruber. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen neidisch, denn zwei der liebenswertesten Männer, die ich kenne, zusammen in einem Raum, also es sind ja schon mal mehr als auf dem deutschen Filmball waren.
Ja, lieber Bastian, ich bin ja immer schon dein größter Fan gewesen und seit ich dich mal persönlich kennenlernen durfte, bin ich, wenn das überhaupt noch möglich ist, ein noch größerer Fan geworden, weil du nicht nur ein wunderbarer Künstler bist, sondern auch ein sehr bescheidener, ein höflicher, ein völlig uneitler und ein sehr warmherziger Mensch. Ein feiner Kerl heute. Und deshalb meine Bitte an dieser Stelle, wenn du mal wieder ein eigenes Projekt hast, bitte, bitte, bitte lass mich mitspielen. Für dich würde ich sogar einen Strauch oder einen Laternenpfahl spielen und dafür zahlen. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit mit Thorsten und hoffentlich auf ganz bald. Servus. Wow. Das haut mich jetzt gerade wirklich ein bisschen um, weil wir kennen uns leider nicht so gut, Monika und ich, aber wir sind uns wirklich ein, zwei, dreimal begegnet und haben so eine halbe Stunde jeweils gequatscht und es ist überhaupt gar keine Frage, dass sie da im Grunde einen Großteil der Adjektive, die sie gerade genannt hätte, genauso auch auf sich anwenden könnte. Die ist nämlich wahnsinnig authentisch, clever, vor allen Dingen ist sie wahnsinnig lustig. Es ist immer wieder toll, ich werde als Komiker oft gefragt, warum gibt es so wenig komische Frauen, und dann muss man einfach nur Monika Gruber sagen und dann sind die schon ruhig, ne? Weil die Monika da wirklich, finde ich, mit ihrem Wesen was geschaffen hat, was ich bislang auf der deutschen Bühne vermisst habe, nämlich eine authentische Persönlichkeit. Und das macht sie eben nicht nur über ihren, wie ich finde, sehr seltsamen Dialekt, sondern bitte? Eben dadurch, dass sie, ja, das muss man sagen, also man versteht ja kein Wort, aber Kinder, das müsst ihr da unten in Bayern unter euch auskaspern. Nein, sie macht das wirklich ganz toll, ist dabei authentisch, ist nicht gezwungen, es ist nicht irgendwas, wo man merkt, okay, das haben mir jetzt irgendwelche Kasper-Autoren geschrieben, sondern sie erzählt das von der Leber runter. Und einmal im Jahr, meistens an Feiertagen, kommt dann ja auch nochmal ihr ganzes Bühnenprogramm irgendwie in Bayern 3 und ich schaue es jedes Mal und freue mich immer erneut daran. Und natürlich kann ich das genauso zurückgeben. Ich würde wahnsinnig gerne einmal mit Monika Gruber vor der Kamera zum Beispiel stehen oder auf der Bühne. Ja, also was steht dem im Wege? Ich weiß es nicht, aber sollte irgendjemand auf die Idee kommen, einen Monika Gruber-Bastian-Pastewka-Film vorzubereiten, ich wäre der Erste, der mitspielt. Vorausgesetzt, Monika Gruber würde es auch wollen. Natürlich will sie es. Ich hätte mir sie übrigens auch in Gespensterjäger gut vorstellen absolut, können. Absolut, selbstverständlich. Aber Monika Gruber dreht ja wahnsinnig viel. Ich glaube, sie ist ja in nahezu allen bayerischen Serien, die im ARD und ZDF beispielsweise laufen, ist sie ja drin, bei Hubert und Staller und München 7 und diesen ganzen Sachen. Und das merkt man eben, wenn jemand so eine authentische Person ist, dann kann sie in diesem Fall eben nicht in großen Anführungsstrichen nur auf der Bühne irgendwas erzählen, sondern kann sie eben auch schauspielern. Und hast du eigentlich gemerkt, Bastian, ich möchte dich ungern unterbrechen, ja, genau. Tust aber trotzdem. Wir sind schon länger nicht mehr auf Sendung. Dass ich, es ist schon Ostermontag. Entschuldigen Sie bitte. Nein, dass ich versucht habe, eine halbwegs elegante Überleitung zu finden zu Gespensterjäger. Sollen wir das versuchen? Ja, ne, die hatte ich ja schon versucht, aber du hast sie zunichte gemacht. Entschuldigung, ich musste mich kurz über Monika Gruber ein bisschen aufhören. Es war eine Laudatio. Seit Donnerstag in den Kinos Gespensterjäger, richtig? Ja, seit Donnerstag läuft der Film schon, ganz genau. Du hauchst Hugo dem mittelmäßig unheimlichen Gespenst Leben ein und gemeinsam mit dem kleinen Tom und Frau Kümmelsaft, großartig gespielt von Frau Engelke übrigens, es ist deine Aufgabe, die Welt zu retten vor einem urzeitlichen Eisgespenst. Also was halt so täglich passiert. Absolut, ist eine, Alltagskomödie. Cornelia Funke hat vor 20 Jahren mal ein tolles Buch geschrieben, nämlich Gespensterjäger auf eisiger Spur. Und das ist vor einem Jahr verfilmt worden. Und da in dieser Geschichte auch Gespenster auftauchen, die man sozusagen nicht einfach so spielen kann, hat der Regisseur des Films, Tobi Baumann, entschieden, die müssen animiert werden. Also es ist ein Film mit richtigen Schauspielern, wie schon gesagt, Anke Engelke, aber auch Christian Tramitz. Der das Drehbuch unter anderem geschrieben hat. Genau, richtig. Der Christian Tramitz hat am Drehbuch sogar mitgeschrieben. Und das ist sozusagen eine Realverfilmung mit animierten Gespenstern drin. Und ich wurde 2013 schon gebeten, noch bevor der Film überhaupt gedreht wurde und die genannten Schauspieler alle am Set waren, die Figur des Gespenstes Hugo in diesem Film zu übernehmen. Und was fantastisch ist, ich habe den mit großem Vergnügen mit meiner 10-jährigen Tochter geguckt. Also wir hatten beide großen Spaß, dass dieses Gespenst Hugo, dass das ja deine Mimik zum Besten gibt. Ja. Das ist echt irre. Traumhaft, wirklich. Also es war wirklich so, das Erste, was gedreht wurde, wenn man so will, war Hugo. Es gab ein Drehbuch und ich hatte so eine kleine gemalte Skizze, wie diese Figur mal aussehen könnte, nämlich ein lustiger, kleiner, schleimiger, grüner Geist mit einem dicken Bauch. Und daraus musste ich mir dann so einen Charakter überlegen. Und Tobi Baumann kam mit einer Kamera, wir waren vor einer weißen Wand in einem Studio. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich sei diese animierte Cartoon-Hugo-Figur und habe die vor dieser weißen Wand gespielt, anhand der Texte, die im Drehbuch standen. Wie setzt man sich in so ein kleines, grünes, schleimiges Gespenst hinein? Es ist ja glücklicherweise ein sehr kindliches Gespenst, also ein Gespenst, was überhaupt nicht unheimlich ist, sondern eben, wie du schon gesagt hast, mittelmäßig unheimlich, ein MUG, ein mittelmäßig unheimliches Gespenst. Es ist ein sehr kindliches, spaßiges Gespenst, was am Ende des Tages einfach nur einen Freund haben will, und er trifft den kleinen Tom, gespielt von Milo Parker, und Tom und Hugo werden irgendwie Kumpels im Leben. Sollen wir uns mal eine Szene anhören? Ja, wir hören mal eine. Gibt's was? Ja, wir haben was, wie die beiden sich anfreunden, beziehungsweise wie Hugo den Tom zunächst mal erschreckt. Ja!
Morgen. Können wir den wieder einschalten? Ich liebe Horrorfilme. Oh, die schwere Last wahren Talents. Was soll ich nur tun? Ich bin einfach zu gut. Also man muss vielleicht dazu sagen, der kleine Tom sitzt zu Hause, verlassen von seinen Eltern und vor allem von seiner ekligen Schwester. Und guckt einen Gruselfilm. Ja. Und auf einmal sitzt Hugo neben ihm. Genau. Und futtert ihm die Popcornbecher und sagt, ich will auch mitgucken, ich mag Gruselfilme. Aber die Schlusslache, die war von mir. Das ist herrlich. Ach, das kannst du ihn nochmal machen, bitte? Auch lustig. Mach die nochmal, bitte. Jetzt als Klingelton. Ja, sehr schön aufgenommen. Großartig übrigens auch Anke Engelke und auch dieser kleine Tom gespielt von Milo Parker. Milo Parker ist ein kleiner englischer Junge, der gerade auch in einem Film namens Mr. Holmes zu sehen ist. An der Seite von Ian McKellen, den wir als Gandalf kennen, aber der in diesem Film einen gealterten Sherlock Holmes spielt, der nochmal über einen kleinen Jungen, der in der Nachbarschaft wohnt, in einen neuen Fall hineingezogen wird. Und der Film ist schon jetzt sehr beliebt. Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, obwohl ich ein großer Sherlock Holmes Fan bin. Hast du eigentlich von den Dreharbeiten dann überhaupt noch im Nachhinein was mitbekommen? Also überhaupt warst du nichts. Da mit dabei? Gar nicht? Überhaupt nichts, nein. Anhand dem, was ich da vor der schon erwähnten weißen Wand gekaspert habe als dieser animierte Cartoon-Geist, sind die Schauspieler dann inspiriert worden. Also da war immer so ein kleiner Monitor und die haben dann gesehen, was ich mache und deshalb hat Anke Engelke oder Christian Ulmen, Christian Tramitz, Caroline Herfurth und so weiter halt immer mit so einem Skizzen-Bastian auf einem Monitor spielen müssen. Und dann erst wurde das alles am Schluss zusammengefügt und ganz am Ende habe ich dann nochmal mich selber gesprochen, sauber gesprochen sozusagen. Sehr, sehr schön. Also wirklich sehenswert. Hat auch von unserer Kinokritikerin hier, glaube ich, die Höchstpunktzahl bekommen. Ah, das ist toll. Das freut mich wirklich wahnsinnig. Ja, aber viel wichtiger noch für mich, also meine Tochter, hatte Spaß drin. Das ist immer das Beste, ja. Wenn die Kinder sozusagen, also ich war als Kind im Kino eher ein Staunkind. Selbst wenn der Film noch so lustig war, ich habe immer so große Augen gehabt und fand das alles erstmal toll. Oh, und so große Leinwand und die tollen Farben und die vielen Figuren. Und ich hatte natürlich auch immer Angst, zum Beispiel im Dschungelbuch, wenn dann irgendwann Shere Khan, der Tiger, aus dem Unterholz kommt und irgendwie Mowgli sich holen will. Und ja. Sowas. Also das war mir alles immer zu viel. Also ich bin gespannt, wie das bei Kindern ist. Ich werde den Film jetzt morgen noch einmal sehen, zusammen mit einer Gruppe von Kindern. Und das ist natürlich immer der beste Indikator, ob die das spannend finden oder lustig oder ob die sich wegdrehen, weil sie sich irgendwie dafür nicht begeistern können oder nicht berührt werden. Und übrigens eben Anke Engelke als Frau Kümmelsaft, als Gespensterjägerin. Ja. Hast du sie gesehen, als sie sich bei Stefan Raab über dich geäußert hat vor kurzem? Ja, das ist eine Geschichte zwischen Anke und mir. Wann immer der eine oder andere in der Talkshow ist, dissen wir den jeweils anderen, der nicht da ist. Das wollen wir uns nochmal gemeinsam anhört. Ich bin gespannt. Bastian Pastewka, frag ihn mal einfach nach einem Wochenshow-Sketch aus dem Jahr 1996 und den kann der noch wortwörtlich. Und wenn du fragst, ob Michael Jackson oder ich ein Problem haben, dann frag mal Bastian Pastewka. Okay. Der hat richtig einen an der Klatsche. Ja. Du musst im Grunde einfach nur einen alten Wochenshow-Sketch dir raussuchen, musst einfach meinen Part oder den von, weiß ich nicht, Ingolf Lück auswendig lernen oder ablesen und der spielt dir das dagegen. Und da muss ich dich wirklich fragen, hat der noch alle Tassen im Schrank? Nein, natürlich nicht. Der war natürlich. Kürzlich hier, der ist völlig bescheuert. Ja, jetzt wird's aber unverschämt. Doch so schlimm, ich freue mich. Sie hat Unrecht. Ich glaube, ich kann keinen einzigen Wochenshow-Sketch von 1996 mehr. Aber ich glaube, was sie sich da zusammenreimt und was sie mir vielleicht mit Liebe sagen will, ist, dass ich mir zu viele sinnlose Sachen merke. Und das könnte leider auch ein bisschen stimmen. Kannst du das verhindern, dass du dir diese sinnlosen Sachen merkst? Oder ist das was automatisch passiert? Es gibt ja Leute, die sich Fußballergebnisse zum Beispiel merken und immer noch wissen, ja, das war 1988 als Katsche Schwarzenbeck und so. Ich habe keine Ahnung. Das habe ich nicht. Aber ich weiß noch, welche Filme ich in meinem Leben gesehen habe und wer die Synchronsprecher war. Und wo ich den Film gesehen habe und wie das dann später weiterging. Manchmal liege ich übrigens auch brutal daneben, das muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Es ist alles nicht mehr so schlimm, wie es mal war. Du hast ja noch ein paar andere seltsame Eigenheiten und Begabungen, möchte ich mal sagen. Wir wollen uns jetzt einige noch anhören, zusammengefasst von einigen deiner guten Bekannten und Freunden, Christiane Paul, Olli Kalkofe, Ingolf Lück und Olli Welke. Ach du meine Güte. Der dödelt in einer Tour, aber er ist ein wahnsinnig liebenswürdiger, herzlicher, höflicher, ganz toller Mensch. Natural Born Schleimer. Keiner kann es so gut wie er. Pastewka ist ein großer Griller. Er ist ein großer, vor allen Dingen Soßenmitbringer. Der bringt immer seine eigenen Grillsoßen mit. Selber gemacht? Nee. Doch, selber, der kann da nicht sowas. Der kann das nicht kochen. Nein, selber gekauft. Also ich glaube, mit uns zusammen essen zu gehen, meine Frau zum Beispiel macht es eigentlich gar nicht mehr, wenn man sie nicht zwingt, weil sie redet sowieso nur über blöde Serien. Und das stimmt auch. Also dieses Private, das hat man so abgehakt in 1-2 Minuten und dann redet man über die wichtigen Dinge, also über Fernsehen.
Sie haben alle recht. Also von vorne bis hinten. Natural Born Schleimer stimmt. Christiane Paul, herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Wir haben einen Film zusammen gedreht, nämlich Neues vom Wichser, und haben wirklich uns da kennengelernt und auch lieben gelernt. Eine tolle Frau. Eine tolle Frau und eine wahnsinnige Schauspielerin. Verdammt nochmal. Und Olli Welke hat recht. Wir haben schon einfach unglaublich viele Freunde von uns einfach in die Langeweile gequatscht, weil wir irgendwann festgestellt haben, wir müssen jetzt an einem schönen Abendessen doch nochmal alle James-Bond-Filme in der richtigen Reihenfolge mit Titelsong und Schauspielernamen des Bösewichts irgendwie hintereinander deklinieren. Da sind natürlich Frauen völlig überfordert und nicken ein, zu Recht. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Bastian, es ist inzwischen 5 Jahre her, da war Olli Welke bei mir zu Gast in der Show und du hast dich zugeschaltet. Ja, ich weiß. Mit was eigentlich? Was war das für ein Gerät? Mit Musiken, ne? Ja, aber was sprach irgendwie über Fernsehmusiken. Und ich glaube, ich habe dann die Sendung vorher schon gehört. Also ich war ja als Überraschungsgast da drin und habe mich dann zugeschaltet. Und ihr spracht über Serien und dann habe ich euch die Titelmelodien, glaube ich, vorgespielt. Ja, aber mit was hast du das eingespielt? Das nennt man Computer. Ah! Das ist ganz lustig. Und da gibt es dann so Möglichkeiten, dass man so Tasten drückt. Eine heißt Enter. Das ist ganz weil wir haben gerätselt, ob das einfach nur ein Smartphone war oder ob du dann so ein Spezialgerät hattest. Es war ein Computer. Es war ein Computer und wir hören uns einfach dieses Highlight von vor 5 Jahren nochmal gemeinsam. Okay, Leute, was ist das? Kann man wissen. Oh Mann, das kenne ich auch. 70er Jahre, würde ich schätzen. Früher 80er? Aber nah dran. Pierce Brosnan? Ah, Remington Steele. Richtig. Bravo. Ja, gut, mit Pierce Brosnan kann man drauf kommen. Bis dahin etwas Musik. Was ist das denn jetzt? Aber das kenne ich auch. Wallace and Gromit. Oh Gott. Ja. Total geil, knifflig und super. Wo verbringt der Mann seine Sonntage? Ich weiß. Dass du da an mit so einem Soundarchiv dich hier zuschalten lässt, das finde ich wirklich großartig. Großer Sport. Ja, das ist ja nun. Also, bitte dich. Jetzt wird es aber Kindergarten. Willst du uns beleidigen? Also. Ja, 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 ich wollte nur wissen, ob ihr das überhaupt spielt. Spiel doch noch die Winnetou-Melodie und frag, ob wir drauf kommen. Sehr strange. Wir müssen leider an dieser Stelle abbrechen, weil ich es nicht mehr weitermachen kann. Meine Damen und Herren, Bastian Pastewka und sein unübertreffliches Schallarchiv. Basti, danke schön. Ja, von mir aber auch. Ja, ich wollte also, die Sendung nicht aufhalten. Mach bitte weiter. Es lief ganz gut, wenn ich eingeschaltet habe. Weltklasse. Das machst du in deiner Freizeit, oder? Wenn du Sonntagmittags oder Sonntagvormittags so zu Hause sitzt, Bastian. Na, was ist das? Da der Kommissar. Ich hab mal, ja, natürlich, das weiß jeder. Aber was ist das? Das wissen schon viele nicht mehr. Wer hat an der Uhr gedreht? Boah, bist du schnell. Wahnsinn. Was habe ich denn hier noch alles? Warte, ich habe es in 2 Versionen. Okay. Jetzt muss ich mal was Kompliziertes spielen. Ja. Ach, das ist auch leicht. Ja, das ist ja langweilig, mein Gott, nochmal. Ja, aber ich wollte euch ein bisschen wahnsinnig machen. Hast du was Schweres da? Ah, das weiß ich auch. Großartige Serie. Amerikanische Serie. Ah, gib mir einen Tipp. James Garner. Nicht Columbo, sondern Detektiv Rockford. Detektiv Rockford, Anruf genügt. Aber wir müssen mal was Modernes nehmen. Ja, mach mal was Neues. Beispiel, pass auf, ich hab was neu ist und was man kennen könnte, wenn man die Serie kennt. Ah, weiß ich auch. Sopranos ist es nicht, oder? Nee. Nein. Ist es was Mafiöses? Nein, aber gefährlich. Sehr viel Blut in der Schrift. Warum nennt es nicht? Es ist Dexter. Ah, Dexter, jetzt! Dexter, eine super Serie. Achtung, ich habe noch was Altes. Das hat niemand außer mir. Warte, ganz kurz, spiel's noch nicht. Wir nehmen noch jemand mit dazu. Wusste ich? Wir nehmen, wen könnten wir mit dazu nehmen? Jemand, mit dem du sehr gut harmonisierst, mit dem du gerne spielst, mit dem du in Pastewka zugange bist. Ach, hör auf. Ja, wen? Sag's. Ich bin gespannt. Dann nehmen wir Bettina Lamprecht dazu. Wir nehmen Bettina Lamprecht dazu. Ja, Bettina, herzlich willkommen. Jetzt Tante Ilse aus Berlin-Wedding. Hallo, mein kleines Herzchen. Bettina, Mäuschen, was machst du denn doch, da? Du weißt doch aber, dass ich mit Fernsehen nichts an Hut habe. Ja, da hast du wohl recht. Du Na, bist ja eher so Theater. Du auch nicht abspielen für mich, mein Schatz. Ich höre es außerdem wirklich nur ganz, ganz leise. Also, selbst wenn ich es kennen würde, würde ich es nicht erkennen können. Ja, ich habe das extra ganz, sehr, ganz leise gespielt, damit die Bayern 3 Zuhörer keine Angst bekommen. Natürlich. Ja. Meine Damen und Herren, das ist Bettina Lamprecht, die in meiner tollen Serie Pastewka meine Erzfeindin spielt, nämlich Svenja Bruck, die anstrengende Nachbarin. Ja. Hallo, du bist eine der schönsten Frauen. Ja, bitte. Mensch, Bettina, das ist schön, dass du dran bist, dass es klappt. Und jetzt wollen wir doch dem Bastian trotzdem die Chance geben, dass er uns noch was Schwieriges vorspielt. Los geht's. Vielleicht kommen wir gemeinsam drauf. Und los geht's. Ich habe noch gar nichts vorbereitet, aber warte mal.
Ich muss noch was finden, was richtig kompliziert ist. Ja. Aber ich muss auch was finden, was du vielleicht kennst. Bettina, pass auf, was ist das? Weißt du es, Bettina? Ich habe keine Ahnung. Ist das so eine Nachmittags-Soap? Nein. Das klingt ganz schlimm. Ist das was Altes, was Neues? Ja, was Altes, bestimmt 30 Jahre alt. Und aus der DDR, oder wie? Nein, aus dem Land, wo solche Musiken möglich waren. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Kinder, habt ihr nie die Dornenvögel gesehen? Jetzt fangt doch nicht so an. Das waren die Dornenvögel. Die Dornenvögel? Den Titel habe ich wohl gehört. Richard Chamberlain als Crazy Priester. Sag nicht, dass du das damals geguckt hast. Ich habe das in meinem Leben nie gesehen, aber die Musik ist doch wunderschön, oder nicht? Hat das euch nicht berührt? Doch, doch. Berührt, offen. Ja. Na, genau. Aber gut, okay, wir müssen was Besseres finden. Wir müssen. Ja, komm, was ist das denn? Das kennt ihr aber. Hm? Sowas wie Traumschiff? Nah dran, ZDF-Serie, ZDF-Serie. ZDF durftest du damals auch gucken drüben. Komm, tu nicht so. Bettina? Nee. Kreuzfahrt ins Glück? Nicht schlecht, die Drombuschs oder diese Drombuschs, wie sie konkret hießen. Hast du das alles nicht geguckt, Bettina? Nein. Nee, das kennst du nicht, Warst Bettina. Du im Tal der Ahnungslosen? Nee, also ich war kurz davor, ich war in Thüringen. Also was wir gesehen haben, war Falcon Crest, ja. California Clan. Natürlich. Und Colt Sievers. Und das war es im Grunde, ne? Aber ich war bei Klinik natürlich ab und an nochmal, bei Oma oben. Aber das war's. Also in meiner Familie, in anderen Familien wurde mehr geguckt. Sollen wir uns mal, lieber bevor wir in der Vergangenheit schwelgen, eine Szene von euch beiden anhören? Also Frau Bruck, die Nachbarin von Herrn Pastewka in der großartigen, preisgekrönten Serie. Und ihr beiden entwickelt ja sowas wie eine Hassliebe inzwischen. Kann man das so formulieren? Ich würde sagen, das kann man genauso formulieren. Also schon in der ersten Folge ist ganz klar, diese anstrengende Nachbarin wird leider noch einmal zurückkehren. Aber sie ist eine der stilprägendsten und der serienprägendsten Figuren über die 7 Staffeln geworden, wie wir das jetzt schon machen. Also ein kleiner Ausschnitt aus Pastewka. Super. Mann, haben Sie sie noch alle? Das ist ja widerlich. Frau Bruck, ich habe gerade eben etwas sehr Interessantes beobachtet. Glückwunsch. Nennen Sie mich verrückt, aber von hier sah es so aus, als hätten Sie sämtliche Anwohnerparkausweise der Stadt Köln in Ihrem Auto. Das ist Dokumentenfälschung, das wissen Sie. Ich könnte Sie anzeigen. Aber ich würde davon natürlich wohlwollend absehen, wenn Sie mir auch so einen Satz unauffällig in den Briefkasten schmeißen würden. Sie haben noch wohl genug Kohle. Ja, das stimmt. Aber es geht mir nicht um die Kohle, es geht mir um die Zeit, die ich immer verliere. Gut, 200 Euro. 200 Euro, sind Sie noch ganz dicht? Ich gebe Ihnen Fuffi, dann ist aber auch gut. Tschüss. Ja, und wieder nix. Lustig, wenn man das nur so hört. Ja, das funktioniert auch als Hörspiel. Also du sitzt der Folge 5 der 6. Staffel der Parkausweis. Das habe ich an dem Schrei am Anfang erkannt. Dieses lustige Quietschen habe ich versucht nachzuempfinden. Donald Sutherland in dem Film Die Körperfresser kommen von 1977. Und ich alle, die das nicht erkannt haben, es tut mir leid. Doch, habe ich sofort erkannt. Und ich dachte, ich sei diejenige, die immer schreit in der Serie. Und seit wir sie nicht mehr drehen, also jetzt haben wir ja länger nicht gedreht, bin ich wieder in Therapie. Und das ist scheiße. Ich kann ihn weder anschreien noch abschlecken. Das hat mir doch immer sehr gut getan. Ja, das stimmt. Du musst jetzt wieder zurück zu deinem Therapeuten und aktuelle Probleme auch. Bettina, diese Szene, als du ihn ja abschleckst, als du ihm wirklich übers Gesicht schleckst, wie habt ihr euch da schauspielerisch drauf vorbereitet? Jeder für sich allein. Über Wochen. Mental. Nein, da kann man sich schlecht vorbereiten. Also Basti hat sich sehr gut vorbereitet. Er hat sich mehrfach die Zähne geputzt an dem Drehtag und immer so lustige Dropse gelutscht. Ja. Und ich habe ihm dann das nachgemacht, weil ich mir schon ganz schluderig vorkam. Und dann zog sich der Drehtag aber sehr lang und es gab Pizza mit Zwiebel und dann hat man doch noch ein Stück gegessen und so. Und irgendwann war es uns, glaube ich, egal, ne? Genau so war es. Also, mein Gott, wir sind ja irgendwie Spaßmacher im Herzen. Und wir hatten halt die Aufgabe, dass Frau Bruck Bastian gegen so einen Türpfosten drückt und ihm einmal wirklich vom Kehlkopf bis zum Scheitel über das Gesicht schlägt und in den Augen nochmal so eine Abkürzung nach links und rechts nimmt, dass die auch noch richtig klatschnass werden. Weil die Geschichte war, dass Frau Bruck erkältet ist und mich anstecken wollte. Was ihr dann natürlich auch gelingt in der Folge, die Lesung, dritte Folge. Aber wirklich abgeschleckt? Ja, das war also kein Stunt oder so, sondern Bettina hat ihre, ja, nennen wir es Zunge, einmal durch mein Gesicht durchgefeudelt. Und dann war klar, das müssen wir auch noch aus mehreren Richtungen drehen, weil das wird ja mit Kameras so aufgenommen, dass die Illusion möglichst groß ist. Das wurde also von links, von rechts, von vorne und noch einmal total. Und noch einmal mit Matthias Matschke, der auch in der Szene dabei war, im Hintergrund, der sich das Ganze nur so anguckt. Und wir mussten das halt wirklich richtig machen. Es geht ja auch nicht anders. Das kann man ja nicht dubeln oder so etwas oder mit künstlichen Zungen arbeiten. Oder so. Fandst du es schön, Bastian? Das war wunderschön, natürlich. Also klar, ich meine... Mir hat er wirklich sehr leid getan. Also,
weil es gab auch Momente, in denen der Regisseur sagte, hier, wir bräuchten hier nochmal so ein bisschen mehr Feuchtigkeit. Genau. Vom Anschluss her ist das zu trocken jetzt. Genau, hier kannst du da nochmal ganz kurz hier drüber schlecken. Und dann nicht wirklich. Es gab diese Regieanweisung. Exakt. Nach dem Schleckprozess geht es ja weiter. Es ist ja nicht so, als wäre es sozusagen nur einmal Feudel und dann, sondern nein, es muss ja dann auch wieder, ne, weil die Geschichte geht ja weiter, die Szene geht weiter. Du musst dann ja auch auf Anschluss wieder nass sein. Ne? Und sowas wie Schlecke gibt es ja jetzt im Make-up-Köfferchen nicht. Und von daher habe ich dann eben nochmal kurz drüber gezogen. Genau, dann hat sie nochmal nachgeleckt, auch wenn die Kamera gar nicht lief. Und dann haben wir einfach weitergespielt. Wie hast du denn für ausreichend Feuchtigkeit gesorgt immer, Bettina? Das ist ja, irgendwann ist ja mal gut, oder? Also da macht ihr keine Sorgen. Da, sie bringt einfach unglaublich viel mit. Viel Feuchtigkeit. Ich bringe sehr viel Feuchtigkeit mit. Von Natur aus. Bin ich so ein trockener Typ. Nee, das glaube ich. Was ich da so auf dem Bildschirm so großartig spaßeshalber vermittelt, ist das hinter den Kulissen auch immer so? Also habt ihr so viel Spaß oder hast du so viel Spaß mit Bastian? Wir haben noch viel mehr. Also auf dem Bildschirm habe ich ja jetzt nicht so viel Spaß mit ihm. Ja, aber der Zuschauer hat Spaß. Der Zuschauer, ja, das hoffe ich, genau. Wir haben wahnsinnig viel Spaß. Wir lachen uns eigentlich 12 Stunden, naja, nicht nur, aber wir lachen sehr, sehr, sehr viel. Das kann ich nur bestätigen. Wir sind wirklich in den Jahren zu einer richtigen kleinen Drehfamilie geworden und das ist schon sehr besonders. Da spielt man auch anders, als wenn man jetzt nur so 3 Drehtage irgendwo genau hat. Genau, 10 Jahren. Wir haben, glaube ich, den Piloten gemacht im Mai 2004. Und wir alle, also Bettina, Matthias, Sanse, Christina, Dietrich, die wir regelmäßig in der Serie zu sehen sind, wir sind Freunde geworden über die Jahre. Ja. Also wir feiern manchmal Weihnachten zusammen. Wenn einer von uns einen runden Geburtstag hat, lädt er auch immer alle ein. Jetzt ehrlich? Ganz ehrlich. Wir sehen uns auch in unseren jeweiligen anderen Projekten. Bettina zum Beispiel hat ja gerade eine tolle Serie im ZDF, Bettys Diagnose. Ja. Die Christina hat in der ARD Unter Gaunern und so weiter. Wir freuen uns, dass wir alle sozusagen immer wieder in Einzelgeschichten zu sehen sind und dann so alle 2 Jahre, wenn wir eine neue Pastewka-Staffel drehen, sozusagen die Band wieder zusammenholen. Wann wird denn die nächste gedreht? Das ist die schönste Frage aller Zeiten. Wir sind momentan wieder in so einer kreativen Pause, wissen nicht, ob und wie es weitergeht. Wir wollen noch eine Staffel machen. Es muss weitergehen. Nur weil wir das wollen, macht es nicht jeder automatisch. Also momentan ist so eine kleine Umbruchsstimmung zu merken. Du, wenn Sat.1 das nicht mehr will, Bastian, macht es beim Bayerischen Fernsehen. Ja, das Bayerische Fernsehen, aber dann kommt der Monika Gruber. Gruber, eben. Dann nimmt er die auch noch mit dazu. Dann muss ich mir Monika Gruber durchs Gesicht schlecken und damit ist er nun auch keinem gedient. Bettina, was kann man mit Bastian am besten? Hoi. Mit Bastian am besten. Also außer schlecken. Ja, genau. Das ist natürlich das Allerbeste, das Allerschönste mit ihm. Ich glaube wirklich irgendwo entspannt in einem kleinen Wartebus oder Warteraum am Set sitzen und Unsinn reden und lachen. Hast du mit ihm schon mal ernsthaft geredet? Ja, das gibt's auch. Das gibt's auch das ist auch völlig richtig. Ich glaube, ich bin in vielen Hinsichten auch so ein Mensch ohne großartige Eigenschaften. Aber was wir tatsächlich gut können, ist sprechen. Also ich glaube, Betty und ich haben ein Riesenvertrauen zueinander über die Jahre entwickelt. Und das hält uns, also im Herzen sind wir wahnsinnig verbunden. Ich hätte natürlich jetzt auch sagen können, man kann am besten mit ihm simsen, weil das können wir auch sehr gut. Das hört sich ganz blöd an. Aber weil du sagst, dass wir so ein Vertrauen haben und wir simsen wirklich ja regelmäßig, ne? Ja. Also während du sprichst, schicke ich dir schon eine SMS. Ja, das weiß ich. Das piept ja die ganze Zeit hier. Ich kann mich ja gar nicht konzentrieren aufs Gespräch. Genau. Lies doch mal vor, Bettina, was du dir so simst. Nein, das mache ich nicht. Nein, das geht nicht. Also zielt ins Private. Das ist schön zu hören, dass ihr beide euch wirklich richtig gut versteht. Auf dem Bildschirm funktioniert ihr ja perfekt miteinander. Und wir hoffen alle sehr, dass es die nächste Staffel von Pastewka bald geben wird. Ja, wir ansonsten, auch. Bettina, kann man dich ja sehen in der Heute-Show immer wieder. Genau. Deine neue Serie, Bettys Diagnose, wird auch eine 2. Staffel kommen. So ist es, genau. Ab Ende Mai wird die gedreht, bis in den Dezember hinein. Also das wären 18 neue Folgen. Wow. Ja. Und an der Stelle möchte ich dich schon mal herzlich auch in meine kleine Show einladen. Ja, vielen Dank. Es wird Zeit. Ja. Sehr gerne. Ja. Ja. Dann musst du aber nach München kommen. Ich bin nämlich in München. Ich drehe einen Film in München. Ja, dann machen wir das doch. Dann schaffen wir das vielleicht. Genau. Du wirst sehr viel Spaß haben. Du wirst sehr viel Spaß haben, Betty. Super. Das musst du machen. Bettina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Das machen wir. Bettina, mach's gut. Danke, danke. Ciao. Oh, großartig. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe ja komplett vergessen, dass ihr Überraschungsgäste habt, aber dass ihr Bettina bekommt, das hat mich jetzt natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, die hat sofort zugesagt. Super, fantastisch. Gesagt, für keinen anderen hätte sie es gemacht, außer für dich. Ach, ich liebe sie. Wollen wir noch ein bisschen rätseln, ein bisschen quizzen? Juhu, quizzen. Ich habe total Bock drauf. Und zwar Filmmusiken. Oh Gott. Die ich dir vorspielen werde. Ja. Und du wirst anhand der Filmmusik den Film erraten. Na, selbstverständlich. Dürfen. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wir legen los. Probier's mal. Das ist Leichtigkeit. Ja, das dürfte das Dschungelbuch sein.
von? Aus dem Jahre? Oh, aus dem Jahre 1967. Wie hießen die noch? Sherman hieß der eine von den beiden Menschen, die das, die Musik geschrieben haben. Aber wir hören nicht Edgar Ott als Baloo der Bär. Das ist irgendeine crazy Musical-Fassung, die ihr mir da vorgespielt habt. Aber dieses Lied, also in der Originalfassung, wurde für den Oscar nominiert damals. Ja, richtig. Was du natürlich wusstest. Was ich natürlich nicht wusste, aber ich tue jetzt so als, ja, natürlich, Thorsten, du hast völlig recht. Gut, dann kommt der nächste Song und der... Und der hat's in sich. Der hat's jetzt in sich. Weißt du's? Ja. Ach, das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Hier sind wir bei, das ist Konstantin Wecker, würde ich sagen. Aha. Zusammen mit, wie heißt der tolle Musiker? Es ist auf jeden Fall aus einer Helmut-Dietl-Serie, oder? Oder aus einem Helmut-Dietl-Film. Aus einem Helmut-Dietl? Nein. Stonk? Ja. Es ist Stonk. Aha. Und jetzt lach dich kaputt. Guck mal, was ich, weißt du, was ich hier in der Hand habe? Ich wollte es dir gleich vorspielen, falls du nochmal nach Serienmusiken fragst. Was habe ich hier just in meinem Dings? Pass auf. Key Royale. Pierre Royal. Ja, wir müssen nämlich einmal an Helmut Dietl erinnern. Völlig richtig. Toll. Gut. Das war Stonk, selbstverständlich. Ein Film, den du sehr gerne magst, wie ich gehört habe. Ja, Stonk habe ich wirklich rauf und runter gesehen. Also als ich so 20 war, lief der im Kino und danach habe ich ihn irgendwie auf einer alten Videokassette rauf und runter geguckt, bis er nicht mehr konnte. Den habe ich wirklich sehr geliebt. Und das ist ja ein so toller Film, eine so großartige Besetzung mit Götz George, mit Ulrich Mühe, mit Harald Junke, Martin Benrath, Thomas Holzmann, Veronika Ferres, natürlich Uwe Ochsenknecht als Fälscher. Also von dem Film bin ich nach wie vor absolut hin und weg. Hast du von Dietl alles gesehen? Ich also habe von Monaco Franze angefangen? Also ich glaube, Monaco Franze war das Erste, was ich gesehen habe. Da war ich aber noch zu jung. Da war ich so 12 und es hieß irgendwie, okay, das ist lustig, guck dir das mal an. Es lief im ARD-Vorabendprogramm und es ist ja Wahnsinn, dass Helmut Dietl zunächst ja mit dem BR Vorabendserien fürs Erste gemacht hat. Ja, also heute möchte man ja so die eine oder andere Vorabendserie ja wirklich mit einem großen Fragezeichen belegen. Und damals hat Dietl, der Geschichten erzählt hat, die natürlich eigentlich ins Hauptabendprogramm gehören oder dann später auch ins Kino, ja schon mit so authentischen, vorwiegend ja Münchner Geschichten, da so die Latte hochgehängt. Das ist ja wirklich fantastisch bis heute. Wäre das für dich noch ein Ziel gewesen, eine Aufgabe mit ihm mal zu drehen? Ich habe ihn leider nie kennengelernt und bedauere das wirklich sehr. Also auch viel zu früh gestorben leider. Ja. Ja. Mit 70. Ja, also dessen Filmschaffen zusammen mit dem von Vico von Bülow hat mich wirklich sehr geprägt und sehr, sehr beeinflusst und vor allen Dingen sehr begeistert. Dann kommen wir jetzt zu einem Schnipselmusik aus einer Zeit, als du, glaube ich, noch gar nicht auf der Welt warst, oder gerade so. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ah, das ist selbstverständlich. Das ist Chris Dirk. Chris Dirk in dem Film, entweder ist es Heißer Sommer oder Nicht Schummeln, Liebling. Es ist Nicht Schummeln, Liebling. Nicht Schummeln, Liebling. Wie kann man denn sowas wissen? Ja, das ist natürlich Die Sonne kommt immer wieder von Chris Dirk, gesungen für einen DDR-Schlager-Musical-Film des Jahres 1972. Nicht Schummeln, Liebling. Das ist ein sehr, sehr lustiger und rätselhafter Film, der zu meinen Guilty Pleasures gehört. Vom selben Regisseur, also für die Eingeweihten unter euch, sage ich jetzt mal auch Reise ins Ehebett und Heißer Sommer. Ja, Heißer Sommer war der Vorgängerfilm. Das ist, glaube ich, ein Schlagerfilm von 1966. Mit dem fantastischen Frank Schöbel übrigens. Mit Frank Schöbel und Chris Dirk, die waren ja eine Zeit lang liiert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das war so ein bisschen der Versuch, wir machen jetzt auch sowas wie West Side Story, aber eben in Ost-Berlin. Und damit es nicht so auffällt wie ein Plagiat der West Side Story, lassen wir am Schluss das Pärchen, was sich nicht leiden kann, zusammenkommen. Also wo man dachte, das ist jetzt die Geschichte am Schluss, sind die beiden, wo man denkt, die passen nicht zusammen, sind jetzt doch das Pärchen und das Mädel, was man eigentlich mochte, geht traurig die Wiese entlang, ja. Aber nenn mir einen vernünftigen Grund, warum man sich sowas anschaut oder warum du dir sowas anschaust. Auch hier, Konträrfaszination. Man schaut sich das Faszination an. Des Grauens. Ja, und sieht, na, es ist kein Grauen, das ist es nicht. Das wäre jetzt gemein. Also es gibt grausliches Fernsehen und grausliches Kino. Das ist es nicht, sondern es ist ein sehr ahnungsloses, sehr beschwingtes und auch sehr bedingungsloses Kino, Schlagerkino, was bei Heißer Sommer und Nicht Schummeln, Liebling zum Tragen kommt. Lieber Bastian, dann kommen wir jetzt zu einem Highlight des Filmschaffens. Ich hoffe. Einer meiner All-Time-Favorites und mit Sicherheit auch einer deiner. Always look on the bright side of life. Das ist natürlich Eric Idle, der hier den Schlusssong von Das Leben des Brian singt, Always Look on the Bright Side of Life. Ja, Das Leben des Brian ist natürlich auch einer meiner Leib- und Magenfilme und das Gesamtwerk der Monty Pythons kenne ich, glaube ich, besser als mein eigenes. Wann hast du Das Leben des Brian zum ersten Mal geguckt? In einer Kinovorstellung in Bonn und das muss, glaube ich, so 1986 gewesen sein und damals lief Das Leben des Brian sozusagen in Dauerschleife mit dem Film Blues Brothers in Doppelprogrammierung, so als Double Feature. Da warst du in der 6., 7. Klasse? Ja, ich glaube, ich in
der 7. oder 8. Klasse dürfte ich gewesen sein. 86 war ich 14 oder so. Kanntest du damals Bernhard Hoelke schon? Ja. Bernhard und ich sind in einer Schule gewesen. Und wir hatten beide irgendwie viel so mit Theater-AGs und sowas zu tun. Und ich glaube, Bernhard und ich haben uns diesen Film alleine 15 Mal zusammen angeguckt. Wir fragen ihn einfach selbst, ob das zutrifft. Bernhard, herzlich willkommen in der Show. Hallo. Ja, hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's euch? Ich freue mich. Hallo. Hallo. Bernhard, stimmt das? Ihr habt ihn 15 Mal mindestens geguckt? Ja, der Basti versucht mich hier zu schützen. Ich muss zugeben, ich habe den damals ich war ja damals in der Pubertät und habe den im Kino geguckt und die ersten, also Dinge getan, die man seinen Eltern niemals erzählen würde. Du hast bei das Leben des Brian geknutscht? Du hast bei das Leben des Brian geknutscht? Ja, weil ich fand den ja immer, also ich war nicht so der Riesen-Monty Python-Fan, ich habe den immer begeistert mit Basti zusammengeguckt, diese ganzen Sachen. Mein Tipp bei Monty Python-Filmen ist, ihn sich in Stücken anzugucken. Also immer so 20 Minuten. Warum? Weil er dann besser kommt? Weil er dann, fand ich ihn emotional, fand ich es gut, weil sonst war es mir immer zu viel. Zumal Basti das ja immer nachgespielt hat und dann sagt er so, hey, guck, jetzt kommt er genau da nicht. Ja, ja, das war schlimm. Bernhard musste immer ertragen, dass ich schon alle Gags vorher wusste aus den Monty Python-Folgen oder den Filmen und sowas. Aber das war so eine Zeit, Ende der 80er, Anfang der 90er, das war so die Zeit before Television Comedy. Ja. Und das war so das Einzige, was lief. Und in allen Dritten, darunter auch Bayern 3, konnte man halt immer die alten Monty Python-Folgen aus den späten 60ern und frühen 70er sehen. Den haben wir im Religionsunterricht geguckt, als aufklärendes Element. Bei so einem modernen Religionslehrer. Ja, selbstverständlich. Sehr gut. Genau. Jetzt hast du ja schon angesprochen, Bernhard, dass ihr damals beide offensichtlich ja in der Pubertät wart. Wie sah Bastian damals aus? Oh, ich muss natürlich jetzt Persönlichkeitsrechte schützen, sonst würde ich hier ein Bild in die Welt zeichnen. Aber es ist ein Bild voller Schönheit. Das Bild eines, ich möchte sagen, einer strammen Buche, die in voller Blüte in einem Wald voller verrotteter Pflanzen hervorsticht. Und dann leider in ein Fastfood-Restaurant geht. Und dann irgendwann zu einer breiten Birke wurde. Ja. Also ihr wart ja, wenn ich mir das so vorstelle, ihr habt ja dann später gemeinsam ein Comedy-Duo gegründet, ne? Ja, Wie hieß die Truppe? Wir waren erst ein Quartett, dann waren wir ein Trio, ganz genau. Ja, genau. Oder so. Unter anderem habt ihr ein Programm gehabt mit dem Titel Wer schwängerte die Biene Maya? Richtig. Ist das für die Nachwelt erhalten? Frage, wer war's denn, musst du jetzt fragen. Das werden wir, glaube ich, seit 16 Jahren, seit 20 Jahren gefragt. Und? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Aber es war ein geiler Marketing-Trick. Es war wirklich nur, dass uns ein sehr guter Freund diesen Titel geschenkt hat. Wir fanden den so super und dann mussten wir um diesen Titel ein Programm stricken, was natürlich, es ist lange her, sagen wir es so. Ja, also ich glaube, habt ihr das nicht in der Uni während irgendeiner Vorlesung euch da zusammengedödelt? Ja. Genau. Eine Liste von Programmtiteln. Ja, mein alter Freund Micky Schiller hat sich das ausgedacht und er hat gedacht, und ich habe gedacht, das ist natürlich der lustigste Titel aller Zeiten. Dann haben wir ein Plakat gemacht mit uns dreien und so einer lustigen Biene vorne drauf. Und plötzlich sind sehr viele Zuschauer gekommen, weil sie natürlich das wissen wollten. Natürlich. Wir waren natürlich wahnsinnig enttäuscht, dass wir kaum Biene-Maja-Bezüge hatten. Aber damals haben wir waren so wahnsinnig jung, dass wir an sowas gar nicht gedacht haben. Wir haben so wenig in Marketing gedacht, sondern gedacht, wir machen einfach das, was lustig ist. Und das ist uns dann auch um die Ohren geflogen. Ihr beiden, Bernhard und Bastian, wir müssen jetzt zu einem Thema kommen, das etwas ernsthafter ist. Ja? Oh. Und zwar zum Skandal auf der Modemesse Düsseldorf. Oh Gott. Weißt du noch, Basti? Oh ja, natürlich weiß ich das noch. Ach du meine Güte. Der Esprit stand. Die Marke weißt du noch. Oh ja, das stimmt. Natürlich weiß ich die Marke noch. Und da es keine Werbung ist, können wir sie nennen. Und zwar war es so, also wir hatten eine Nummer zu dritt und da haben wir Schimpfworte ausprobiert. Ja. Als Dummy-Puppen verkleidet. Ja. Basti hat moderiert und ich habe immer gesagt, du dummes Sauschwein. Und das immer lauter. Und der Gegenpart, Kai-Rut Wenzel, hat reagiert. So langsam mit, was? Was soll das? Wieso? Hä? Und ich wurde immer lauter und wir brüllten nachher durch die gesamte Messehalle über Lautsprecher verstärkt. Du dummes Sauschwein! Richtig. Und es waren ja auch noch andere Modestände da. Ne? Es war ja eine Messe, es war ja nicht ein Comedy-Club, sondern es waren ja auch noch andere Menschen, die dort einfach standen und sich Mode angucken wollten und gar kein Interesse an uns hatten, zu Recht. Und die Modemesse ist immer so, weil die alle Angst vor Plagiaten haben, also vor Klauereien, sind die komplett abgeschlossen. Es dürfen nur die Leute rein, die irgendwie eingeladen sind. Und man muss sich das vorstellen, man steht vor diesem Esprit-Stand, schwarz, es steht Esprit drauf und es plärrt raus, du dumme Sauschwein. Wir durften dann am zweiten Tag nicht mehr wiedergekommen, da haben sie dann einen Clown geholt. Absolut, da haben sie dann so einen Typen geholt, der irgendwie Luftballons aufblasen und zu Tieren verdrehen kann.
Und zu Recht übrigens. Nachdem diese große Karriere ihr Ende gefunden hat, habt ihr euch ja erst wieder gesehen bei Genial daneben dann später, oder? Ja, also man muss sagen, Bernhard ist ja nicht nur ein super Komödiant, sondern er war damals auch mehr oder weniger unser Manager, weil Bernhard hat uns durch sein Talent, Leute mit sehr viel Text zu belegen, überall reingequatscht, wo man überhaupt auftreten kann. Also da, wo andere sich umziehen, sind wir dank Bernhards Vermittlung aufgetreten. Und Bernhard wusste einfach immer, wie man das macht. Und Bernhard kannte, das ist für mich das Tolle an ihm bis heute, Bernhard kennt keine schlechte Vorstellung. Also auch bei diesem Totalreinfall im Esprit-Stand in Düsseldorf hat der Bernhard irgendwas Positives abgeleitet, da bin ich relativ sicher. Und ich war immer so der Zweifler, der gesagt hat, Leute, wir sollten das alles anders machen und irgendwie beleidigt nach Hause gefahren ist, während der Bernhard rausging zum Publikum und sagte, war doch gut, oder? Was wollt ihr? Und diese Fähigkeit hat Bernhard dann genutzt für die Sendung Genial daneben, die dann ein paar Jahre später kam, 2004, glaube ich, ging das los, weil Bernhard einfach mit seinem sonnigen Gemüt und seinem immens großen Wissen in dieser improvisierten Raterunde bestens aufgehoben war. Aber wie frustrierend ist das, wenn man so einen in der Runde hat, Bastian, wie den Bernhard Hoeker, der alles weiß? Das Lustige ist ja, dass der Bernhard alles weiß, was so Allgemeinbildung ist, aber bei vielen Dingen auch so richtig daneben liegt. Also es gab Zeiten, wo er Sean Connery und Harrison Ford nicht auseinanderhalten konnte. Ja, die Zeiten halten noch an. Die Zeiten halten noch an. Also Bernhard hat zum Beispiel einen Musikgeschmack, der von echt Genialität, aus der Hölle kommt. Also der wirklich an Einmaligkeit. Ja. Ich möchte den Satz einfach unterbrechen. Also diese Rockopern und was der Bernhard da so alles hört, nein, das ist ja alles scheußlich. Nein, es sind keine Rockopern. Du weinst bei Adoro, Hollywood, weißt du? Bombastik. Hollywood, ja. Choral, Operal, Metal. Ja. Das ist Bernhards Musikgeschmack. Und da Hans Zimmer und solche Sachen auch wahrscheinlich, ja, oder? Ja, natürlich. Gladiator-Musik. Ja. Nein, Metal, richtig hier mit... Richtig harte Sachen. So, wo Strom in den Instrumenten ist. Verstehe. Und sehr viel Strom. Ich schlage vor, wir nehmen jetzt noch jemand dazu, den wir natürlich brauchen, wenn wir über Genial daneben sprechen. Nämlich den geschätzten Kollegen Hugo Egon Balder, der uns jetzt berichten wird, Bernhard, wie das mit den Eigenschaften von Bastian ist, also beziehungsweise was der weiß und was er nicht weiß. Ja, Hugo hier. Hallo Thorsten, hallo Bastian. Freue mich, dass ich euch sehe. Ach nee, ich sehe euch ja nicht, ich höre euch ja nur. Er ist auch immer sehr gut vorbereitet, der Thorsten. Du musst da praktisch nichts wissen. Er weiß alles über dich und du weißt ja im Prinzip auch nichts, nicht? Das ist dir klar. Du hast ja bei Genial daneben lange Zeit, mindestens gefühlte 40 Jahre, nicht eine einzige Frage beantwortet. So ist es. Hast du sehr drunter gelitten, bis dann der verhängnisvolle Tag kam, als es dann wirklich passierte. Die Frage lautete, warum sagt eine Stimme auf dem Flughafen Köln-Bonn, willkommen in Bonn, Köln-Bonn? Das wusstest du und da hast du dich so gefreut. Ich habe gedacht, es geht alles kaputt. Die Lampen gehen kaputt, die Tische gehen kaputt. Aber wie gesagt, das war das erste und letzte Mal, dass du bei Genial daneben was gewusst hast. Wenn wir die Sendung wieder machen, dann bist du auch hoffentlich wieder dabei und dann drücke ich dir einen Daumen, dass du in den nächsten 20 Jahren dann wieder mal irgendetwas weißt. Ach, so schlimm war es doch nicht, oder? Nein, also in der Tat, der Fehler ist ja immer bei Genial daneben zu sitzen und zu glauben, man müsste da was aufklären. Und man muss einfach nur lustige Antworten finden. Und da ist Bernhard übrigens der Meister drin. Bernhard hat so abwegige und schnelle Ideen, während die drei Gäste, die in der Mitte sitzen, manchmal noch überlegen, okay, wie formuliere ich das? Hat das Bernhard immer sofort auf der Pfanne und knallt das dann raus. Aber Hugo hat natürlich recht. Erstens, wenn Genial daneben irgendwo mal weitergehen sollte, bin ich sofort dabei, wenn man das wünscht. Aber Hugo hat natürlich recht, ich habe tatsächlich nur eine einzige Frage beantwortet. Und das war auch, glaube ich, eine Frage, die er nur für mich ins Sortiment genommen hat, weil drumherum, glaube ich, saßen Wiegald Boning und Barbara Schöneberger, die es auch wussten. Aber man hat entschieden, ich darf lösen. Und das ist tatsächlich so, weil der Sprecher Frank Glaubrecht, der ja die Stimme von Pierce Brosnan ist, damals James Bond, diesen Satz sagt, denn der Köln-Bonner Flughafen ist bekanntermaßen ein Comedy-Flughafen und die Macher des Flughafens haben sich überlegt, wir holen uns den James-Bond-Sprecher für unsere Lautsprecher-Durchsagen am Flughafen. Der sagt nämlich, willkommen in Bonn. Köln-Bonn. Und das klingt so ein bisschen wie, mein Name ist James Bond. Das hat sich der Köln-Bonner Flughafen ausgedacht. Bernhard, ist es denn denkbar, dass da ein Revival gibt, Genial daneben, dass ihr wieder zusammenkommt? Ja, grundsätzlich denkbar ja, aber es sind schon sehr viele Fantasy-Romane geschrieben und nie verfilmt worden. Also ich hoffe es natürlich inständig, weil ich da total Bock drauf habe. Ist natürlich total lustig. Und ich hoffe dann, dass auch dann der Basti dabei ist, weil der dann das Ganze doch schon sehr bereichert. Weil er in der Zeit, in der er redet, also das war ja damals schon immer so ein, als ich ihn das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, habe ich schon gedacht, wenn der da nur rumläuft, das wird einfach kein Bestatter, so vom Typ. Und das ist halt da auch lustig, weil der einfach irgendwelchen Kram erzählt, wo man sich denkt, meine Güte, was gibt der Mann da von sich? In der Zeit kann man sich dann Dinge überlegen, die dann so, du hast übrigens noch was gewusst, fällt mir gerade ein. Und da frage ich mich, warum? Diese Rutsche. Ja, der Sofa-Auslauf. Der Sofa-Auslauf.
Ja, was ist ein Sofa-Auslauf? Und da bin ich irgendwie drauf gekommen, dass wenn Kinder auf Rutschen rutschen, dass da unten immer so eine Gummierung ist, wo sie sozusagen dann aufkommen, dass sie sozusagen an der Rutsche unten nicht runterknallen. Und das heißt Sofa-Auslauf? Das heißt nicht Sofa-Auslauf. Es war falsch, aber es war halbrichtig. Deshalb ist es eigentlich keine gelöste. Aber bei Wasserrutschen gibt es das. Nicht bei Spielplatzrutschen, sondern bei Wasserrutschen in Schwimmbädern. Damit man sich nicht wehtut, wenn man da reinfällt. Also nicht die, die einen jetzt ins Wasser leiten, sondern es gibt andere, die dann sozusagen auf dem platten Boden aufkommen. Da haben sie dann so Sofa-ähnliches Zeug hingelegt. Ja. Deshalb war auch das nur eine halb beantwortete Frage und das gilt dann. Also wieder was gelernt fürs Leben. Bernhard, ich habe die Bettina Lamprecht vorhin schon gefragt, was man mit dem Bastian am besten kann. Quatsch machen, aber auch sich ernsthaft unterhalten. Was kann man denn mit ihm überhaupt nicht? Metal hören? Ja. Oh, was man mit ihm überhaupt nicht kann. Ich glaube, wenn ich mit dir bergwandern würde, da hätte ich dich auch schon, glaube ich, verloren, wenn es den ersten Bordstein... Du Bernhard, ganz im Ernst, ich würde das wahnsinnig gerne mal machen und jetzt kein Schrägstrich, sondern um den Satz komplett zu machen, ich würde das wahnsinnig gerne mal mit dir machen. Ehrlich? Natürlich, ja, ganz ehrlich, weil ich glaube, das ist so weit weg von meiner eigenen Realität, dass es mich schon wieder komplett interessiert. Und ich glaube, wenn wir das zusammen machen, haben wir sehr viel Zeit füreinander, miteinander und werden viel lachen. Bernhard, hast du schon eine Idee für einen Berg? Also was für Einsteiger, für Anfänger? Ja, das ist die Zielspitze, heißt sie. Das ist ein 3000er. Sehr schön. Das sind 15 Stunden Wanderung, 10 Stunden Anmarsch, bis man oben ist. Das runter geht dann aber schnell. Bastian, oder du bist dabei, du sowas, oder? Basti? Keine Details. Welches Land? Ich glaube, Südtirol. Wir können aber auch einfach durchs Siebengebirge laufen. Wir waren schon viel hier in der Gegend unterwegs. Wir waren eh unfassbar viel auf Tour. Ja, aber die Aufgabe muss doch eigentlich sein, dass es nicht sowas ist wie das Siebengebirge, was wir schon von unserer Schulzeit her kennen, was irgendwie im Rheinischen ist, sondern wir müssen irgendwo hin, wo uns niemand vermutet und zu Recht auch niemand kennt. Das ist, ich glaube, da sind wir in Südtirol genau richtig. Thüringen also. Thüringen, Brandenburg. Ja, okay. Na, du machst ja auch so wahnsinnige Reisen nach Neuseeland und sowas alles. Wanderst du da auch oder fährst du nur rum, machst ein Foto von dir und sagst, okay, daraus mache ich ein Buch? Nein, da wandere ich auch. Ich war jetzt in Neuseeland, da sind wir richtig wandern gewesen, über mehrere Tage. Ich musste mir 4 Liter Wasser mitnehmen, weil wir nicht wussten, ob wir überhaupt genug Frischwasser zusammenkriegen. Mhm. Essen für mehrere Tage dabei, 4 Hütten? Stunden am Strand lang laufen. Muss man denn so Hütten übernachten? Nee, wir hatten ein Zelt dabei auch noch. Also, soweit kommt es noch, dass wir in vorbereiteten Schlafplätzen nächtigen. Mhm. Aber das ist schon so, Bastian, dass das komplett weg ist von deiner Lebensrealität, oder? Ja. Aber umso lustiger wär's. Ja, umso lustiger wär's. Aber vielleicht müssen wir das tatsächlich mal machen. Wirklich. Wie steht's überhaupt mit deinen sportlichen Fähigkeiten? Also bist du tatsächlich so ein Sportmuffel oder kokettierst du nur damit? Ich kokettiere damit, weil es unterhaltsam ist, aber tatsächlich treibe ich keinen Sport. Seit jüngstem spiele ich allerdings Tennis. Das ist jetzt kein Scherz, weil ich das für eine Rolle lernen muss. Ja, für eine Rolle für einen ZDF-Film, den ich gerade drehe. Und wie begabt bist du? Ehrlich gesagt, also wenn ich meinem Trainer glauben kann, erkennt er Potenzial. Oh. Und ich stehe vor der Situation, dass ich zum allerersten Mal, ich stehe vor der beunruhigenden Situation, dass ich merke, es macht mir Spaß und damit komme ich nicht klar, weißt du? Warum? Dass ich den Aufschlag nicht hinkriege, das ist sozusagen im Preis mit drin bei mir. Aber dass ich merke, es macht mir Spaß, das wirft mich eigentlich vor große Probleme. Weil du denkst, dass du dein Leben komplett ändern musst? Ja, dass ich vielleicht die letzten 42 Jahre an irgendetwas vorbeigeglitten bin, weil ich mir immer eingeredet habe, Sport ist doof. Ja, vielleicht hieß es dann heute nicht Roger Federer, sondern Bastian Pastewka gewinnt zum so und so vielten Mal Wimbledon. Das halte ich für ausgeschlossen. Ja. Aber ich finde super, dass das ZDF das Leben von Boris Becker verfilmt mit dir in der Hauptrolle. Es ist das Biopic von Boris Becker und Björn Borg. Die Vorstellung macht mich fertig. Nein, das ist es nicht, glücklicherweise. Bernhard, ich bedanke mich sehr bei dir für deine Zeit. Ja. Kann gerne nochmal sagen, du bist ja zurzeit auf Tour mit deinem Programm So liegen sie richtig falsch. Ja, genau. Wann bei uns in Bayern ums Eck? Auch. Auch. Ich gucke montags immer in den Kalender und weiß dann, wo ich hinfahren muss. Man kann es ja gucken auf deiner Homepage, oder? Und wenn dann da steht abends München, dann beeile ich mich total, um schnell ins Auto zu kommen. Wir freuen uns auf dich. Super, ich bedanke mich. Bernhard. Ich wünsche dir noch viel Spaß mit Basti. Ist nicht einfach. Ich weiß. Dankeschön. Tschüss, Bernhard. Basti, alles Gute. Ja. Ciao, dir alles Gute auch. Tschüss. Ciao. Ist das ein Freund von dir? Nein, ich weiß gar nicht, wer das war. Nee, also... Hat sich mir nicht vorgestellt. Ich kenne euch jetzt Bernhard seit 30 Jahren, Bernhard ist mein längster oder? Freund. Also ganz ehrlich, Bernhard ist mein längster und bester Freund. Und es ist wirklich, deshalb habe ich das eben mit dem Wandern so angesprochen. Ja. Ich habe jetzt einfach Lust darauf, dass ich ihn mal wieder lange sehe. Weil vieles in unser beider Leben hat dazu geführt, dass wir uns so ein bisschen auseinanderdividiert haben hin und wieder. Wir sind im Herzen und im Geiste verbunden. Aber manchmal sind es dann eben die Termine oder auch die Familien und sowas, die das eben unmöglich machen, dass man sich, sagen wir mal, einfach nur so trifft wie früher, wo man sich angerufen hat. Und das ist eine gute Idee tatsächlich mal. So eine Wanderung zu machen, aber ihr könntet ja zum Beispiel auch den Jakobsweg gehen. Zum Beispiel, genau. Also ich habe mich natürlich jetzt hier wieder gerade um Kopf und Kragen geredet, aber bei Bernhard ist es einfach möglich, weil Bernhard ist einer der herzlichsten und nettesten Menschen, ein toller Vater und einfach ein super Typ. Einer der ganz wenigen Freunde aus der Branche?
Mit Sicherheit in meinem Falle, ja. Wie ist es mit Hugo Egon Balder? Ist der ein Freund? Ist der ein guter Bekannter? Was ist er? Wir haben uns sehr spät kennengelernt. Deshalb kann man jetzt noch nicht sagen, dass wir so durch dick und dünn gegangen sind. Also wir kennen uns tatsächlich erst so seit ungefähr 10, 11 Jahren. Wir haben halt so eine Spaßfreundschaft in meiner Serie Pastewka begründet, weil da ist er ja sozusagen Dauergast. Wir schätzen uns sehr und holen uns Ratschläge, aber dass wir jetzt sozusagen um die Häuser ziehen und gemeinsam Spaß machen oder viele gemeinsame Freunde haben, so ist es leider nicht. Na, wir hören uns mal an, was er zum Thema Freundschaft mit Bastian Pastewka sagt. Mit Freunden in der Branche ist das immer so eine Sache. Es gibt Kollegen, die man sehr mag und mit denen man sehr gerne zusammenarbeitet. Und dazu gehört der Bastian. Wir wohnen ja auch nicht in der gleichen Stadt. Ich wohne in Köln und in Hamburg und Bastian wohnt in Berlin. Und so oft läuft man sich auch nicht über den Weg. Aber wenn man sich über den Weg läuft, ist das alles immer sehr für familiär und sehr lustig. Und ich glaube, ich habe auch privat mit Bastian noch nie ein ernstes Wort gewechselt. Das ist immer Quatsch, was wir erzählen. Das entspricht ja dem. Es hätte mich jetzt, wäre jetzt schlimm gewesen, wenn es anders gewesen wäre. Ja, interessant. Aber es ist tatsächlich so. Hugo ist, das habe ich neulich nochmal nachgerechnet, deutlich älter als ich. Da allein merkst du schon, da ist eine Generation dazwischen. Aber ich schätze ihn wirklich sehr. Ich habe seine Autobiografie gelesen und ich höre mir von ihm einfach wahnsinnig gerne gute alte Geschichten an. Weil er hat ja nun in den 70ern mit seiner Band da Birth Control viel erlebt. Er war am Schiller-Theater. Dann hat er irgendwie Tutti Frutti gemacht. Also Hugo hat so wahnsinnig viele Leben hinter sich. Und das finde ich so wahnsinnig interessant, weil er ist, finde ich, eine total spannende Biografie und ein spannender Typ, der einfach aus vielen Zeiten, vielen Entertainment-Zeiten im deutschen Radio, Theater und Fernsehen unglaublich viel erzählen kann und einfach sehr, sehr viel weiß. Legendär ja auch seine Auftritte in der Serie in Pastewka. Ja. Du wohnst ja, glaube ich, eine Zeit lang auch bei ihm in der Serie? Ja, wir haben mal in der vierten Staffel behauptet, dass Anne Bastian rausschmeißt. Also Anne ist ja Bastians Freundin, die jetzt irgendwann mal zu viel von ihm hat. Und er überlegt, okay, dann ziehe ich doch einfach mal bei Hugo Egon Balder ein, weil der ist irgendwie so ein Kumpel. Und da kommt dann auch noch Olli Dittrich vorbei und so. Und die beiden saufen halt die ganze Zeit nur und erzählen über alte Zeiten. Und ich habe da nicht viel zu tun und entscheide dann schnell wieder, ich müsste wieder zurück zu meiner Freundin. Das ist eine super Folge geworden. Wir haben den Hugo mal gefragt, ob er sich das in der Wirklichkeit vorstellen könnte, mit dir zusammenzuleben oder zusammen zu wohnen in der WG. Das wäre so ein bisschen wie ein seltsames Paar, Walter Matthau und Jack Lemmon. Ich glaube, der Bastian ist sehr ordentlich. Ich bin so ein bisschen mehr Chaot. Ich glaube, der Bastian ist so ein ganz geradliniger. Das ist auch gut so. Und ich bin mehr so, ja, Trash, also daneben. Nee, eine WG ist nicht in Sicht. Er ist ja auch verheiratet, im Gegensatz zu mir. Ich war es ja viermal. Und im Alter geht es auch nicht. Er ist ja weit jünger als ich. Sonst könnten wir vielleicht uns im Altersheim. Aber das wird auch nicht funktionieren. Schön, wie er sagt, oder? Das also eher so Trash. Das wäre genauso. Walter Matthau, Jack Lemmon. Genau dieses Paar haben wir im Grunde ja auch in dieser einen Pastewka-Folge gespielt. Ja. Ne? Also Bastian, der irgendwann sagt, Mensch, Hugo, hier musst du aber mal sauber machen, weißt du? Jetzt wird's noch. Balder einfach nur Spaß daran hat, irgendwie die kleinen Gurken von Burger, die er runternimmt, an die Decke zu schmeißen und gucken, ob die kleben bleiben. Jetzt wird's noch intimer sozusagen, Bastian, weil wir nämlich auch gefragt haben, was ist das Geheimnis von Bastian Pastewka? Da gibt's kein Geheimnis. Er ist ein absolut hochgradig talentierter Mensch, der aus seinen Talenten einfach was gemacht hat. Das ist einfach ein Naturtalent. Er nimmt den Beruf als das, was er ist, nämlich Rollen zu spielen, in Sachen reinzuschlüpfen und dann auch so zu wirken, ohne dabei zu übertreiben. Und er hat halt, manchmal sieht er aus wie ein Bassett, der so ganz betroffen guckt. Dann hat er wieder irgendwann einen Schalk im Nacken. Dann kann er auch mal böse spielen. Das ist alles großartig. Wow. Vielen Dank, ja. Das ist natürlich auch genau der Plan. Also mir macht es Spaß, mich zu verwandeln. Also dieses eigene Ich oder dieses Pastewka-Ego, was wir sozusagen in dieser Serie erfunden haben, das hat viel mit mir zu tun. Aber am Ende des Tages ist es eine Rolle. Und mir macht es Spaß, diese Rolle sozusagen auch dann hinter der Kamera weiterzuspielen und mit meinem nerdigen Wissen über TV-Serien zum Beispiel in so einer Sendung wie hier dann Spaß zu machen. Aber Hugo hat recht, es ist irgendwie etwas, was einen anfliegt und ich habe das große Glück, das hier und da veräußern zu dürfen. Und es gibt ein paar Freunde und Menschen, die mich da über Jahre gefördert und begleitet haben und zu denen gehört Hugo ganz eindeutig. Wir haben vor vielen Jahren, was heißt vor vielen Jahren, aber ich glaube, es ist schon fast 10 Jahre her, Bastian, mal drüber gesprochen, dass es bei dir zumindest damals diese Momente gab, in denen du wirklich zutiefst an dir zweifelst und dir denkst, irgendwann kommen sie mal drauf, dass ich gar nichts kann. Mhm. Gibt es die immer noch oder ist ja, das weg? Gibt's. Die gehen nicht weg. Das sind natürlich so Naturängste, die jeder Mensch in sich trägt. Oder wenn man in ein neues Projekt kommt zum Beispiel, so wie es mir jetzt gerade wieder gegangen ist, beim Dreh einer ZDF-Serie, bin ich einfach wirklich die ganze erste Woche im Grunde frei jeglichen Talents und frei jeglicher Lockerheit und Leichtigkeit. Und ich merke aber auch bei Kolleginnen und Kollegen, egal aus welcher Fachrichtung sie kommen, also ob sie aus dem Komödiantischen kommen, dem Musikalischen, dem Schauspiel oder so, dass diese Ängste bei allen vorhanden sind. Also es ist wirklich, ich glaube, ein Großteil von dem, was auf der Bühne, im Kino, auf der Leinwand, in der Musik schief geht, liegt nur daran, dass die Menschen keine Zeit hatten, sich anständig zu beschnuppern.
Ich glaube, es liegt daran, dass viele einfach immer glauben, okay, ich gehe da hin, ich sage meinen Text oder ich singe mein Lied, das wird schon irgendwie. Aber Spirit zu erzeugen und wirklich zu faszinieren oder einen Eindruck zu hinterlassen, hat mit Lockerheit, mit Leichtigkeit und eben mit einem Selbstbewusstsein zu tun. Damit meine ich keine körperliche Stärke, sondern im Wortsinne Selbstbewusstsein. Und bei Komödie, was jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd ist, glaube ich, liegt es auch eben an der Lust, andere zu begeistern. Und wenn man das kann, schafft man es nur, wenn man mit sich im Klaren und im Reinen ist und eben diese Ängste hat. Ein gesundes Lampenfieber gehört dazu. Also ich möchte irgendwie eine halbe Stunde, bevor ich, sagen wir mal, um 20 Uhr auf der Bühne stehe mit irgendetwas, möchte ich kreuznervös sein. Und zwar nicht, um mir das anzutrainieren, sondern weil ich weiß, okay, da draußen sind jetzt Leute. Du machst es nicht für dich, sondern du machst es für ein Publikum, was in diesem Fall Eintritt bezahlt hat, was sich vielleicht freut, was vielleicht heute einen schlechten Tag hat. Da hast du eine große Verantwortung und auch eine große Bürde. Und diese Nervosität führt zu einer Konzentration. Und meistens ist es dann so, man geht um 20 Uhr auf die Bühne und mit einem Rutsch ist das ganze Fieber weg, aber man spürt, okay, jetzt geht es los, mach es vernünftig und mach das Beste draus in der Situation. Und das ist spannend. Glaubst du, ist es unverzichtbar, wenn man wirklich Großes, egal auf welchem Gebiet, leisten will, jetzt in der Kunst, in der Comedy, in der Schauspielerei, wo auch immer, dass man diese Selbstzweifel haben muss? Also einer, der sie nicht hat im Umkehrschluss, der wird auch nie richtig gut sein? Das kann ich nicht sagen, ob das immer so ist. Das ist jetzt sozusagen nur mein Weg. Es gibt ja Leute, die sind solche Gustav Ganz Glücksleute, die können ohne zu schwitzen auf die Bühne gehen und sagen, okay, ich bin's, was wollt ihr eigentlich? Das geht natürlich auch. Aber schwierig ist es, wenn die Menschen etwas verstecken wollen von sich. Mhm. Also es gibt unglaublich viele Comedians, die sozusagen den Bauch einziehen und sagen, ich will der Schönste, Beste und Geilste sein. Und da ist es natürlich dann schwierig, weil gerade Komödie kommt immer aus dem Verlangen, sich zu bessern, kommt aus dem Wunsch, in irgendeine Richtung zu gehen und dabei spektakulär zu scheitern. Und das muss man dem Publikum zeigen. Aber Authentizität, Bastian, gibt es doch nicht im Fernsehen oder auf der Bühne. Gibt's das? Nein, es gibt hergestellte Authentizität. Das klingt wie ein Widerspruch, aber man muss natürlich versuchen, sich selbst zu spielen. Egal, ob man eine Fernsehserie namens Pastewka macht, in meinem Fall, oder auch eine Rolle annimmt, wie jetzt, sagen wir mal, Inspector Verilong bei den Wixer-Filmen, oder wenn man sozusagen als Bastian Pastewka in meinem Fall auf die Bühne geht und ein Stand-up macht. Man muss sozusagen das eigene Ich kitzeln und dann muss man halt hingehen und das Publikum so begrüßen, wie man beste Freunde begrüßt. Und wenn man gute und viele beste Freunde hat, weil man sich selber mag und dadurch auch gemocht wird, dann schafft man es auch, das einem fremden Publikum zu veräußern. Mhm. Die müssen ja nicht immer gleich komplett begeistert sein, aber sie können erkennen, okay, da ist eine Wahrhaftigkeit hinter und nicht irgendetwas Gedrechseltes. Das ist ein schönes Wort, ja. Wahrhaftigkeit. Das sind ja ganz seltene Momente, in denen man das schafft, die herzustellen. Es hat ja auch viel mit Scheitern zu tun. Also es ist ja, ich bin zwar auch so ein fröhlicher Vogel, aber ich habe ja auch genug auf die Nase bekommen. Also damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass man das muss oder so. Oder dass man nur durch seine Verluste oder Fehler irgendwie gedeiht. Aber gerade Bernhard Hoecker war ja nun am Telefon. Wir sind ja nicht umsonst durch Bernhards freundliche Vermittlungen irgendwo aufgetreten, wo niemand uns wirklich sehen wollte. Ne? Also in einer Zeit, wo noch gar nicht klar war, was ist Comedy? Wo tritt man auf und wer lässt uns überhaupt spielen und sind das nur Freunde oder nur Verwandte, die uns dazu jubeln oder ist es einfach auch ein Publikum, was uns gar nicht kennt? Also es gab Zeiten, wo Bernhard und mich oder sagen wir jetzt mal nur mich zu Recht auf der Bühne niemand sehen wollte. War das auch noch die Zeit, in der du manchmal dann allein zu Hause saßt und abends oder nachts vielleicht im Bett die Hörspiele gehört hast? Mit Sicherheit. Die drei Fragezeichen. Also Hörspiele haben mich natürlich immer schön und toll unterhalten, auch in Momenten, wo es mir beispielsweise nicht so gut gegangen ist, selbstverständlich. Und es ist bis heute immer noch so, dass mich Sprecher und Stimmen oder gewisse Geschichten immer noch begleiten und ich sie immer wieder höre und weiß, okay, das hast du das erste Mal gehört als ... Du hast ja auch wieder eins neu vertont, sozusagen ausgegraben, dann neu vertont. Paul Temple und der Fall Gregory. Das war wirklich das Schönste, was ich seit langem gemacht habe. Alte Durbridge-Geschichte. Das ist eine alte Durbridge-Radioschnurre aus dem Jahre 1946. Die BBC hat das Hörspiel damals gemacht. Das war ein Zehnteiler. Bei Paul Temple üblich. Es gibt einen Detektiv, der mit seiner charmanten Frau unterwegs ist und einen komplizierten Fall lösen. Und es gibt unglaublich viele Verdächtige mit üblichen Namen wie Palmer, Clayton, Harper, Doyle, Roberts. Und Paul Temple muss sich in diesem Gewirr von Spuren, Namen und seltsamen Indizien, fingierten Anrufen dann irgendwann zum Haupttäter durcharbeiten. Versammelt die dann am Schluss alle und konfrontiert sie. Exakt. Bei Paul Temple und der Fall Gregory ist es natürlich so, dass auch Gregory wieder ein Tarnname ist für einen Oberschurken, der natürlich ganz harmlos schon die ganze Zeit mit Paul Temple in Kontakt ist. Und am Schluss wird er dann als der große
großer Oberschurke enttarnt. Das ist die Story. Ähnlich wie bei den Agatha Christie-Geschichten oder auch bei Edgar Wallace manchmal. Wer ist der große Unbekannte? Ein Whodunit im besten Sinne, gemacht von Francis Durbridge, der einfach Meister darin war, Spannung zu erzeugen und vor allen Dingen Cliffhanger aufbauen konnte. Denn immer wenn man denkt, okay, jetzt wird's spannend, bricht die Folge ab und man muss wieder eine Woche warten, bis es weitergeht. Oder insofern gibt es gewisse Ähnlichkeiten zu den drei Fragezeichen. Selbstverständlich, selbstverständlich. Dass man da auch immer dranbleiben musste. Ja. Wann zum letzten Mal gehört? Die drei Fragezeichen. Ja? Ich glaube, drei Fragezeichen habe ich etwas länger nicht mehr gehört. Etwas länger heißt? Ich würde sagen 5 Jahre oder so. Vor 5 Jahren habe ich mir aus Spaß mal an der Tankstelle eins gekauft. Irgendeins Folge, ich glaube, gibt es ja inzwischen auch schon irgendwie weit über 100 Folgen. Es war irgendeine einsame Geschichte, wo die drei Fragezeichen in einem Museum eingesperrt waren. Ach, aufregend. So, dann werden wir jetzt zum Schluss noch zu einem weiteren Quiz kommen. Ich bin gespannt. Bastian, zu einem Drei-Fragezeichen-Quiz. Oh, oh Gott. Ich stelle dir Fragen. Ich weiß, du bist bei Wetten, dass mal aufgetreten damit. Ja, und da konnte ich die ersten 40 Folgen hintereinander sagen. Und ich glaube, danach steige ich auch schon so ein bisschen. So, wir machen es ein bisschen schwieriger. Ich bin gespannt, bitte. Ich stelle dir Fragen, inhaltliche Fragen. Ja. Und du versuchst, die zu beantworten, und dann hören wir uns die Auflösung an. Ja? Ich bin gespannt, ja. Erste Frage. Welchen Spruch hat der Super-Papagei in der Folge 1 als erstes gesagt? Oh, als erster klingt, oh, es gibt ja mehrere Papageien, aber du fragst nach dem Super-Papagei. Super-Papagei, Folge 1. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Meinen Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Juhu, und ne Buddel rum. Ich bin Blackbeard, der Pirat. Mein Schatz vergrub ich in finsterer Nacht, wo die Toten halten ewig Wacht. Juhu! Und ne Buddel rum! Und ich glaube, die wahren drei Fragezeichen-Fans wissen, dass das der Sprecher Wolfgang Kubach ist, der auch Patrick, den Fahrer der drei Fragezeichen, spricht. Den haben sie einfach nur, und übrigens auch Eugene, den Bilderdieb, und den haben sie einfach nur ein bisschen nach oben gepitcht. Ich fasse es nicht. Ja. Die zweite Frage ist, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger sogar. Als die drei Fragezeichen nämlich ihre ersten Fälle ermittelt haben, Bastian, gab es natürlich noch kein Facebook. Richtig. Wie waren sie trotzdem in der Lage, gleichzeitig tausende potenzielle Zeugen zu befragen? Ich glaube, die Antwort ist die Telefonlawine. Damals war die gute Idee, dass man 5 Freunde anruft und ihnen eine Frage stellt. Und diese 5 Freunde rufen dann wiederum 5 weitere Freunde ab. Moment, dann sind wir doch ganz schnell bei 125 potenziellen Antworten. So ungefähr haben die das gemacht. Du sprichst von deiner Telefonlawine, Justus. Natürlich, Peter. Jeder von uns ruft 10 bis 12 Freunde und Bekannte an. Und die sollen dann wiederum ihre Freunde befragen und so weiter. Ich fass es nicht. Wie kann man sich sowas merken? Ja, ich sag's dir, du. Ich muss überlegen, wer unser Bundespräsident ist, aber das weiß ich noch. Wir kommen zur dritten Frage, zur vorletzten Frage. Bitte. 2006 bis 2008 hatten 2 der 3 Detektive, Justus Jonas und Peter Shaw, kurzfristig andere Namen. Welche waren das, Bastian, und was fehlte den Detektiven? Eieiei, das, genau. 2006 bis 2008 hieß es plötzlich nicht mehr die drei Fragezeichen, sondern noch die drei. Und dann hießen, glaube ich, Justus Jonas hieß Jupiter, Peter Shaw hieß Peter Crenshaw und Bob Andrews hieß, glaube ich, Robert. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Kann das also sein? Also Jupiter hast du gesagt. Jupiter ist so halb korrekt. Da fehlt noch was. Jupiter? Das weiß ich nicht mehr. Jupiter Jones. Richtig. Ach so, Entschuldigung. Da Jupiter Jones. Ja, ich dachte, es ging um die Vornamen. Und Peter Crenshaw. Ja. Und die Fragezeichen? Wir hören uns die Auflösung an. Ja, Jupiter Jones vom Detektivbüro, die 3. Völlig richtig. Ja, da gab es rechte Probleme mit den Filmleuten damals. Es gab in der Zeit 2, 3 Fragezeichen Filme, glaube ich. Und in der Zeit durften die Jungs sich nicht mehr die 3 Fragezeichen So nennen. Sieht's aus. It's a shame. Die letzte Frage an dich. Bitte. Bastian. Wie hieß der Filmprojektor, den Sebastian Dawson den 3 Fragezeichen in der Folge Die 3 Fragezeichen und der 3-Tag abgekauft hat? Oh verdammt, das war meine Rolle und ich weiß es nicht. Der hieß AB43. Du weißt es nicht? Sowas. Nein, ich weiß es nicht. Pass auf, wir nehmen einen Joker dazu. Wen könnten wir dazu nehmen? Justus, Peter oder Bob, hoffe ich. Wir nehmen Justus Jonas dazu. Ah! Oliver Rohrbeck, herzlich willkommen in der Show. Einen wunderschönen guten Tag, ich freue mich sehr. Hallo, Oliver, Bastian. Mein Lieber, ich freue mich. Hallo, das ist ja toll. Ja, ich hab auch schon mit Freude zugehört gerade. Oh Gott. Und es ist ja immer ein Phänomen, du weißt ja wirklich alles, ich bin ganz begeistert und wenn ich mal wieder irgendwelche Fragen habe, die ich nicht beantworten kann, ich rufe dich auf jeden Fall an. Aber andersrum genauso, du weißt, ab Folge 40 wird mein Wissen über deine tolle Serie wahnsinnig dünn, es tut mir leid. Ich weiß auch nicht mehr, wie der Projektor hieß, aber ich weiß... Weißt du es, Oliver? Weißt du, wie der Projektor hieß? Ja, das weiß ich zufällig noch, soll ich sagen? Ja. Novalux. Okay, wir hören uns die Auflösung an. Novalux. Entschuldigen Sie bitte. Ja, guten Tag, Sir. Ist das zufällig ein Novalux-Projektor, den Sie da ausgepackt haben? Da war er, der Novalux-Projektor. Das wusste ich nicht mehr.
Mein Gott, der Novalux-Projektor. Ja, das war so eine rätselhafte Parallelweltenfolge, Oliver. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die drei Fragezeichen, der Dreitag, das ist eine Geschichte, die sozusagen in drei Versionen vorliegt. Einmal aus der Sicht von Justus, einmal von Peter und einmal von Bob, ne? Absolut. Ja, und da musste ich dreimal einen Stotterer spielen, der nach einem Novalux-Projektor fragt. Umso schlimmer, dass ich nicht mehr weiß, dass es ein Novalux-Projektor war. Du warst ja auch bei dem Hexen-Handy dabei, weiß ich damals noch. Ja. Die Folge ist ja fast noch berühmter geworden als der Dreitag. Ja. Aber das fand ich auch eine super Folge. Also so eine Dreierfolge finde ich sowieso immer wunderbar. Ja, super ist es. Vielleicht kommt es ja nochmal dazu. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Ja. Oliver, wie ist das denn, wenn man weiß, dass man mit dem Bastian so einen Hardcore-Fan hat, der wirklich alles weiß? Also ich weiß nicht, wie gut kennt ihr euch? Wann habt ihr euch kennengelernt und wie war das, als ihr das erste Mal darüber geredet habt? Ich glaube, wir haben uns so ungefähr 2002 oder so kennengelernt. Ja. Also wir haben, ich weiß auch gar nicht mehr wo genau. Das war noch nicht zu der Folge das Hexenhandy, die kam dann erst später. Wir haben dann aber auch später nochmal einen Film zusammen gemacht. Das heißt, ich habe Synchronregie geführt und Bastian hat die Hauptrolle gesprochen. Wir hatten da eigentlich immer viel Spaß dabei, haben uns dann auch ein paar Mal so getroffen und sind mal brunchen gegangen und so. Und ich muss sagen, das ist immer eine große Freude mit Bastian, weil so einen hellen Kopf gibt es ja selten. Einen hellen Kopf gibt es selten. Ach du meine Güte. Was? Ja, so genau so war es. Also genau wenn so ich mal zum Beispiel daran erinnere, an diese Geschichte mit Harald Schmidt, wo du in der Sendung warst und ihr habt euch da einen Schlagabtausch geleistet, das können nur wenige Leute und ich muss immer wieder sagen, ich bewundere dich sehr dafür. Oh, danke, großartig. Danke. Ja, wir haben sogar bei Harald mal über die drei Fragezeichen gesprochen, weil Harald kannte sie nicht und dann habe ich da so ein bisschen erzählt, was ich mir da so damals so gedacht habe. Aber hat er nicht mal gesagt, er hätte daraus vorgelesen in Büchereien früher, als die Bücher rauskamen? Stimmt, so war es. Glaube ich, genau, das hat er erzählt, das stimmt. Aber für mich war das vor allem so aufregend, als ich das erste Mal dann sozusagen zu den Aufnahmen kam. Das war in der Tat die Folge, die Oliver gerade erwähnt hat, das Hexenhandy von 2001 oder so etwas. Und ich dachte so, als die mich gefragt haben, willst du bei den drei Fragezeichen mitsprechen? Die Frage kam ja an mich, habe ich natürlich sofort ja gesagt. Und danach habe ich überlegt, verdammt, ist das eine gute Idee gewesen? Weil ist das eine gute Idee, wenn ich das mache? Weil in meinem Kopf, ne, sind Justus, Peter und Bob ja auf so einem Schrottplatz, ne, und leben da. Und in der Nähe ist Tante Mathilde und Onkel Quentin und es kommt Patrick Kenneth, der Fahrer, vorbei und fährt die irgendwo hin und irgendwann kommt Eugenie, der Bilderdieb und jetzt bin ich da, wo das aufgenommen wird und dann habe ich so gedacht, oh mein Gott, nicht, dass mir so meine ganze Kindheitsillusion gestohlen und geraubt wird und jetzt muss man sagen, diese tollen Hörspielfolgen werden ja nach wie vor aufgenommen in einem Hamburger Studio von der Regisseurin Heike-Dine Körting und dort, wo das aufgenommen wird, und das meine ich jetzt nicht böse, sondern ganz liebevoll, sieht es ein bisschen aus wie bei Justus, Peter und Bob auf dem Schrottplatz. Ja. Es ist nämlich wirklich ein Studio, wo du nicht das Gefühl hattest, es ist irgendwie jetzt nur eine kalte Glaswelt mit einem Mikrofon drin, sondern es ist wirklich eine Hörspielwelt. Dort hängen an den Wänden noch die schönen alten Märchenplatten, die in diesem Hause auch gemacht worden sind. Man hat das Gefühl, man ist bei Justus, Peter und Bob eingeladen oder wahlweise bei den fünf Freunden TKKG oder wie diese schönen 60er, 70er und 80er Hörspielwelten meiner Kindheit damals geheißen haben. Und deshalb hat dieses Arbeiten mir zumindest wahnsinnigen Spaß gemacht damals. Ja, uns auch. Ja. Bastian, kannst du uns noch in einem Satz erklären, was die damals für dich bedeutet haben, die drei Fragezeichen, als du ein Kind warst, als du ein kleiner Junge warst? Also es war natürlich ein bisschen eine Flucht, aber damals war es natürlich auch so, dass meine Eltern festgestellt haben, setz ihn vor eine Hörspielkassette und alles ist gut. Und zwar nicht nur, weil er dann eine Stunde ruhig ist, sondern eben auch, weil er sich davon unglaublich inspirieren lässt. Ich habe dann natürlich nachgemalt, wie das auf dem Schrottplatz aussieht und habe mir so das Gespensterschloss irgendwie vorgestellt und dies und das und dort. Aber vor allen Dingen fühlte man sich von den drei Fragezeichen irgendwie nie verarscht, sondern das waren irgendwie Kumpels, von denen man das Gefühl hatte, die wollen irgendwie Fälle lösen, die sind ehrlich, die sind geradlinig und die Geschichten wurden immer besser von Folge zu Folge und steigerten sich und das Ganze war aufregend. Man hatte immer das Gefühl, okay, die machen das einfach, weil sie wissen, dass sie gut sind und Spaß daran haben. Und das hat mich begeistert. Und insofern, Oliver, seid ihr mitschuldig sozusagen an der großen Karriere von Bastian Pastewka? Absolut. Da bin ich sehr froh drüber. Also was Besseres könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, so schaut's aus. Oliver, super, freue mich wahnsinnig. Danke mich sehr bei dir für deine Zeit. Gerne. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und frohe Ostern. Ja, ebenfalls. Ciao, ebenso. Mach's gut. Oliver Rohrbeck, alias Justus Jonas. Bastian. Mensch, Thorsten, ihr seid ja wahnsinnig. Was habt ihr denn hier alles für wahnsinnig nette Menschen jetzt für diese Sendung vorbereitet? Ja, nur für dich. Ich bin wirklich, es ist wie Ostern. Ja, fast. Wir sind am Ende. Wir sind schon durch, Thorsten. Wir sind schon durch, ja. Ach Mensch. Schade wie immer. Großer Spaß, großes Vergnügen, wieder mit dir plaudern zu dürfen. Ein Riesenvergnügen. Vielen, vielen Dank. Auch eure Redaktion und vielen Dank an alle Gäste. Toll.
bedanke mich sehr bei dir und wünsche dir alles Gute. Sag gerne nochmal seit Donnerstag die Gespensterjäger bei uns in den Kinos. Für die ganze Familie, ich glaube, da kann man auch schon mit einem 5-6-Jährigen reingehen, oder? Das kann man machen, lustig wird's. Vielen, also, vielen Dank, Lieber Thorsten. Ganz lieben Dank, toll, dass du so eine tolle und feine Sendung machst. Dankeschön, Spitze. Bastian. Bitte niemals aufhören. Sehr gerne, jederzeit wieder. Danke, alles Bis Gute. Bald. Danke, schöne Grüße. Danke ebenfalls.